Jürgen zur 9. Folge Windforge. Interessant. Wir waren ja letztes Mal auf Harperfahrt. Und jetzt, nein, 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 ich werde nicht zu diesen Ausrufezeichen fliegen. Ich tue dies nicht. Wir sind ja schon auf der Map vom Temple of Fire, genau. Wie kommt man... Ach doch, ich glaube, wir mussten nach oben, weil man unten irgendwie nicht reinkam oder so. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Jedenfalls müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal kämpfen, ne? Von hier ist es sind wahrscheinlich beides abgestürzte Schiffe. Nur Wracks, die wir zerstört haben. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal auf der Suche uns auf die Suche nach dem Eingang begeben. Mal erstmal ins Inventar geguckt. Ich muss nämlich mal mein Handy zur Hand nehmen, damit ich raufgucken kann, wie spät es ist. Aber darum ging es mir gar nicht nur, sondern zu gucken, wie viele Fistnets wir haben. 31, ich glaube, das genügt kurzzeitig. Aber wirklich kurzzeitig. Daher ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir nochmal, bevor das Spiel abstürzt, ganz kurz nochmal dieses Ding hier schnappen und landen. So. Juhu. Möglicherweise haben wir auch das unglaubliche... Was sind hier alles für so seltsamste Pflanzen? Keine Ahnung. Ach nee, das gerade war ein ganz normales Dingsda-Pflanze, ne? Ein ganz normales Dingsda-Pflanze, genau. Ein ganz normales Dingsda-Pflanze. Ich habe jedenfalls ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Also einmal habe ich eine andere Ahnung, nämlich, dass wir mal ein bisschen Zeug in unser Inventar packen sollten. In unser Inventar, ich meine in unser Lager. Deswegen können wir nochmal gucken, ob wir irgendwelche interessanten Klamotten haben. Armor 4, oh mein Gott, für ein Scheiß, im Vergleich dazu, wie weit ich sonst schon bin. Cellquest 80. Cellquest 80 ist also genau dasselbe, toll. Die Lisa Boots bringen uns Armor 15. Die Rubber Merchants Armor 8, bei Chemical Resistance 8 und Distance Minus 3. Das ist mir, glaube ich, erstmal so... Das ist aber ein Stück schlecht. Das heißt, das beides hier können wir in unser Inventar tun. Wie viele Woodblocks haben wir denn so dabei? Wie viel von dem Zeug brauchen wir auch nicht unbedingt alles, aber wie viel haben wir an Woodblocks? Woodblocks, Woodblocks. Nicht allzu viele. Scheiße, was können wir denn dann in unser Lager packen? In unser Item-Stash. Ich weiß gar nicht, ob wir schon irgendwo einen aufgebaut haben. Falls nicht, müssen wir uns gleich mal einen craften, insofern wir noch Eisen haben. Ich hoffe es einfach mal. Kotten können wir auch mal mitnehmen, das kann man immer wieder gebrauchen. Zum Beispiel um First Aid Kits aus Healing Bars herzustellen. Irgendwie bin ich einfach so irgendwo ein Drache. Ach nee, ist nur ein Wal, sehr gut. Also so gefährlich find ich einen Drache ja ehrlich gesagt nicht, aber das Problem ist halt, wenn der einen so angreift, ist es dann manchmal doch etwas gefährlich. Wie kommen wir hier jetzt rein? Wow. So, schon sind wir drin. Ein bisschen getrickst mit dem Link. Oh, und wir sollten gleich mal wieder ein paar Fistnets essen. Fällt mir da auf. okay, wir haben ja kein Item-Stash. Also sollten wir uns gleich mal einen bauen. Wie ging das nochmal? Irgendwo hier müsste das sein. Also, wo war das? Achso, hier war es nicht klar. Item-Stash, gut, wir haben noch ein bisschen Eisen. Sehr gut. Mist, das ist vielleicht gemisst. Keine Ahnung, ich lasse es gleich danach zu gucken. Item-Stash, 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 Item-Stash. Genau, wo wir dafür Platz haben, aber erstmal einfach hier unten bei den Betten. Backward Birdblocks brauchen wir nicht, Backward Ironblocks auch nicht, Wüfte uns auch nicht, Antidote könnten wir mal lernen. Unsere Armor Machine Gun Toads brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht immer dabei haben. Unsere Ingot auch nicht unbedingt, Steam Engine auch nicht, Born Explorer Jacket auch nicht, Butterballs lassen wir lieber mal, Show Good auch, Clothes auch. Das können wir nochmal alles lernen. Copper Ore und Copper Wire können wir auch erstmal wegtun. Kotten behalten wir mal besser dabei. Dirtblocks, die brauchen wir eigentlich nicht mehr da rein tun. Nee, ich möchte die jetzt aber nicht auf unser Schiff wegschmeißen. Also nehmen wir sie mal mit. Die Driftstone-Dinger hier brauchen wir auch alle nicht. Gravel. Ah, nein, nicht unseren. Nein, nicht unseren geliebten Grappling Hook. Scheiße, na gut, Gravel kann aber weg. Sie behalten wir auch mal. Oh, wie viele Recyclebooks wir noch haben zu lernen. Iron Diesel Engine, Iron Ingot, Iron Ore, Iron Platform, Lise Boots. Ah ne, die sind... Okay, ja genau, die sollten wir noch dabei behalten. Radio Repair Tool Revolver, die können wir gleich mal... Ah, da wir eine Magnum haben, können wir auch wirklich alle drei Revolver wegtun. Die Magnum ist nämlich ein Stück besser, außer wir benutzen wir ja sowieso, denke ich, eher weniger. Die sind auch weg. Steel Diesel Engine und Steel Propeller auch.
Super, du bist ja Birk. Ja, Titanium Ingot auch. Twinsteps auch. Sulfur. Sunbreak Blocks. Halten wir jetzt mal ab, und die brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht dabei haben. So. Sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen leer mit unserem Inventar. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Ich glaube, wir sollten uns das doch mal wieder ausrüsten. Den Webling Hook. Hier hin damit. Sehr gut. Oh ja. Sehr gut. Ist er wieder ausgerüstet. Wir haben nicht einfach einen Webling Hook weggeschmissen. Das geht doch so. Sind alle nicht underpowered? Gut, ich bin nicht ganz sicher. Ich wollte sogar nochmal nachgucken. Und ich denke, jetzt sollten wir irgendwie einen Weg finden, um reinzukommen. Oder erst einmal ein Wal! Können wir sagen. Dann können wir mal angreifen, okay? Ein bisschen kitzeln. Ah! Nur ein bisschen kitzeln! Der epische Kampf gegen den Wal. Hoffentlich können wir den töten. Das heißt, ja, können wir uns vielleicht ein Walschiff bauen. Das wäre cool. Ich wollte schon immer ein Walschiff haben in dem Spiel. Seit ich das in dem Video von dem Spiel gesehen habe, wollte ich unbedingt ein Walschiff haben. Und wir haben ihn getötet. Ich habe auch schon mehrmals einen Wal getötet. Allerdings ist er nie auf einer Insel gelandet, war das Problem. Aber jetzt ist er tatsächlich auf einer Insel gelandet. Das heißt, wir können uns echt ein Walschiff bauen. Whale Crush ist jetzt unsere neue Errungenschaft. Sehr schön. Juhu. Wir hatten zwar was ganz anderes in der Folge vor, aber wenn man dafür irgendwas erreicht, ich meine, wir machen nie, was wir davor vorhatten. Aber immerhin erreichen wir trotzdem immer irgendwas. Das ist doch auch schön, oder? Au. Jetzt brauchen wir nur noch... Müssten wir da, natürlich haben wir davon welche dabei. Hab ich zu nicht weggetan, die Small Hydrogen Balloons. 5. Ach nee, wir müssen wahrscheinlich erstmal gerade ein bisschen herumbohren. Oh, Blubberblock. Das ist irgendwie eklig, finde ich. In so einem Viech hier rumbohren. Aber naja. Wir sollten eigentlich zu viel in dem rumbohren, weil es sieht nämlich hässlich aus, glaube ich. Wo habe ich denn hingetan? Auf die 5. Vielleicht sollten wir uns auch besser größere Ballons bauen, aber. Oh scheiße. Scheiße. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Das meinen die doch nicht ernst, oder? Das sind echt welche da, die an unserem... Nein! Scheiße! Irgendwer nimmt hier alles auseinander. Scheiße, gegen die haben wir gar keine Chance. Das ist eines der stärksten Schiffe, die es in diesem ganzen Spiel gibt. Gegen die haben wir keine Chance. Das können wir gleich vergessen. Scheißviech. Wieso greifen die uns an? Ich kapier nicht, was es soll, aber irgendwie greifen die uns ohne Probleme mal so nebenbei an. Netterweise. Scheiße. Ich glaube, die hauen ab. Ich hoffe es jedenfalls. Ich glaube, die hauen ab oder auch nicht. Nein, die versuchen, meinen Wal in die Luft zu jagen. Das können die doch nicht ernst meinen, oder? Das können die einfach nicht ernst meinen. Ich habe mich so gefreut, endlich ein Walschiff bauen zu können. Und dann kommen solche Idioten und nehmen das auseinander. So ein Schiff habe ich erst vor kurzem erobert auf meinem Speicherstand. Und ich weiß, dass die Dinger sind richtig powerful. Mit dem Schiff hier haben wir, glaube ich, ganz geringfügige Chancen gegen die. Na gut. Müssen wir den Wal, glaube ich, wieder aufbauen am besten. Und das ist jetzt richtig traurig, finde ich. Dass die einfach unseren Wal hier auseinandergenommen haben. So richtig auseinandergenommen haben die den. Scheiße. Und die Folge ist auch schon wieder fast zu Ende. Und wir sind immer noch nicht am Tempel des Feuers. Das kann doch einfach nicht wahr sein, oder? Also echt. Wir sind einfach immer noch nicht am Tempel des Feuers. Ich kapiere nicht, was wir immer machen. Irgendwelche Scheiße, aber nie, was wir eigentlich machen sollten, ne? Oh nee, jetzt schon wieder so ein Viech. Oh, jetzt bin ich langsam genervt. Zum Glück kann man das damit wieder hinbauen, netterweise. Komm, sterb. Sterb, du Scheißvieh. Du bist einfach nur schwach und lusig und dumm. Und ja, halt ein Flederlöwe. Und ich mag keine Flederlöwen, weil Flederlöwen nerven und loser sind und sterben sollen. Und das auch dafür gewöhnlich richtig schnell bei tun. So, das war's für dich, kleiner Lederflöwe. Flederlöwe, meine ich. Mann, ich bin jetzt so genervt, weil... Aua! Nein! Das meint hier kein Mensch ernst, oder? Und auch kein Wal. Ja. Das fand ich jetzt sehr gut. Sehr, sehr gut. Besser können wir laden. Von hier aus. Allerdings haben wir damit trotzdem keinen Wal. Netterweise. Also ja. Ich weiß ja nicht, was ich dazu jetzt sagen soll, aber den Wal sind wir wieder los. Schönerweise. Also hier sehen wir den Tempel, wo wir mal irgendwann hin wollten. Und ich denke, irgendwann werden wir da auch mal hingehen, aber wohl nicht mehr in dieser Folge.
Mann, ich habe mich so gefreut, endlich ein Walschiff zu bauen. Und dann kommen einfach solche Idioten und nehmen unser Walschiff auseinander. Ich weiß übrigens, wieso die Dinger jetzt anders... Ich weiß jetzt übrigens, wieso die Dinger, die Holzblöcke anders aussehen wie die hier. Die haben wir ja danach erst hingebaut. Und die waren von Anfang an da. Und wie gesagt, ich weiß jetzt, wieso die anders aussehen. Weil das sind nämlich Reinforced Wood Blocks. Das sind Reinforced Wood Blocks und das sind normale Wood Blocks. Ich weiß aber nicht, wie man Reinforced Wood Blocks herstellt, aber die kann man kriegen, wenn man gegnerische Schiffe auseinander nimmt. Aber jedenfalls haben wir mal nichts hinbekommen, schönerweise, in dieser tollen, tollen Folge. Vielleicht hätten wir auch was anderes machen sollen, nämlich zu der Stadt gehen sollen, dann hätten wir das Fleisch nämlich gehabt. Das habe ich gerade nicht dran gedacht, leider. Aber naja. Ich glaube, in der nächsten Folge dringen wir einfach hier von irgendwo außen in diesen scheiß Tempel ein. Ich habe keine Lust mehr auf den Scheiß. Ich habe keine Ahnung von wo, aber von irgendwo wird man da schon eindringen können. Wir parken am besten schon mal hier unser Schiff, das übrigens noch keinen Namen hat. Schreibt auch mal wieder in die Kommentare, wenn ihr wie wir das Schiff nennen sollen und wenn ihr den... Was war das denn? Ich glaube, das waren Traveling Merchants. Seit irgendeinem Update gibt es nämlich Traveling Merchants. Jedenfalls glaube ich, dass es sie davor noch nicht gab. Wir sind davor noch nie welche begegnet. Und der ist hier gerade mal so nebenbei runtergefallen, weil der wohl auf unser Schiff springen wollte. Ich weiß, das ist ganz seltsam. Ich habe schon mal ein Schiff erobert und dann wollte ich es gerade reparieren. Nee, genau, ich wollte es auseinandernehmen und dann landet da einfach so ein... Oh, scheiß Typ. Nein, so ein Traveling Merchant bei mir drauf. Und dann werde ich auch noch von einem anderen Schiff angegriffen und der steht da immer noch rum. Das war richtig dumm. Gegner, die wir töten müssen. Also, müssen wir ja nicht, aber es nervt einfach. Jedenfalls würde ich sagen, ist die Folge jetzt auch schon zu Ende. Ey, langsam reicht's, oder? Noch eins von den Viechern. So, schnell mal speichern. Bevor hier noch mehr nerviges Zeug passiert. Ja, nicht den Daumen vergessen, sage ich doch noch. Nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video.